willkommen zurück auf meinem Kanal. Wer mich nicht kennt, mein Name ist Ellie. Willkommen in der Familie. Ehrlich gesagt fällt es mir ein bisschen schwer, wieder anzufangen mit Videos, seitdem diese ganze Krise angefangen hat. Aber ich dachte mir ganz ehrlich, wir brauchen alle so ein bisschen Ablenkung. Deswegen werden wir ein bisschen mit Make-up spielen. Und ich wollte eigentlich meinen Studio-Umbau vorher hochladen. Das haben wir noch nicht geschafft, weil wir noch ein paar kleine Szenen brauchen. Und ich habe eine riesige Reihe voller Make-up-Aussortier-Videos, in denen ihr alle auch was gewinnen könnt. In diesem Video könnt ihr übrigens auch was gewinnen. Und ich werde jetzt auf Instagram einfach nur, um euch so ein bisschen zu unterhalten, alle, die jetzt zu Hause sitzen und einfach gar nichts zu tun haben oder die Lust haben, irgendwas zu gewinnen vielleicht, werde ich ein bisschen bespaßen auf Instagram, denn ich habe nämlich einen kleinen Contest geplant. Da müsst ihr mir einfach mal folgen. Ich werde jetzt die Tage jetzt was hochladen dazu und dann seht ihr, worum es geht. Auf jeden Fall könnt ihr da auch sehr viel gewinnen. Das heißt, in nächster Zeit werden viele Sachen auf euch zukommen, die ihr gewinnen könnt. Wir machen heute etwas, was ich habe das schon länger auf meiner Liste. Ich weiß nicht, ob das schon mal jemand gemacht hat. Wahrscheinlich schon. Ich habe hier einen kleinen Würfel. Wir werden heute Make-up würfeln. Das heißt, ich habe 6 Produkte jeweils ausgesucht und ich werde würfeln, welches ich benutze. Ich bin schon sehr gespannt, wie ich am Schluss aussehen werde. Ich habe aus allen möglichen Preiskategorien Sachen rausgesucht. Das heißt, wir sind da heute sehr flexibel in dem, was vielleicht passieren kann. Ich bin schon sehr gespannt und deswegen würde ich mal sagen, wir legen auch direkt los. Aber bevor wir das machen, wer meinen Kanal noch nicht abonniert hat, der kann das jetzt gerne tun und die kleine Glocke aktivieren, um keine Uploads auf diesem Kanal zu verpassen. Übrigens ist es nicht verrückt, dass ich in diesem Studio gerade sitze. Das ist nicht tatsächlich der Hintergrund, der in meinen Videos sein wird. Das ist das Unlikely-Sofa, lustigerweise. Aber da drüben stehen noch ganz viele Kisten, weil ich mein Make-up noch nicht eingeräumt habe. Ich habe gestern und vorgestern stundenlang, also wirklich so 8 Stunden am Stück, glaube ich, Make-up aussortiert. Und ja, da kommt sehr viel auf euch zu. Wie gesagt, verpasst es nicht. Aber wir konzentrieren uns heute mal auf die Sachen, die hier stehen. Und ich würde mal sagen, wir legen einfach direkt los. Wir haben hier die Auswahl an Primern. Wir haben einmal Fourth Ray, so eine Face Milk, dann von Pretty Vulgar, dann von Kylie Cosmetics, Professional, dieser neue Moisturizing Professional, Master Prime von Maybelline und Elf Poreless Putty Primer, bei dem ich noch nicht genau weiß, was ich davon halte. Wir haben hier den Würfel. Ich bin schon sehr gespannt, was kommt. 2. 2 ist der von Pretty Vulgar, worüber ich mich sehr freue. Ich mag den nämlich extrem gerne. Ich habe den schon ein bisschen länger nicht mehr ausprobiert, wobei ich den oft benutzt habe. Das ist der Detox and Chill Lava Water Foundation Primer. Leute, ich brauche einen Haarreifen. Cute. Ich habe euch in dem Zuge gleich mal so ein bisschen reingezoomt, damit ihr auch schön meine Poren sehen könnt. Hallo. Und wir nehmen jetzt den. Das ist kein Pore Filler, obwohl ich das eigentlich gebrauchen kann. Aber ich mache das eigentlich voll selten. Das ist einfach nur ein sehr cooler Primer, der echt seltsam riecht übrigens. Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll, aber der fühlt sich sehr hydrating an. Ich mag den voll gerne. Okay. Next. Wir kommen zu Foundation. Da haben wir einmal die By Terry ganz neue Foundation. Dann Maybelline Dream Urban Cover SPF 50, was ich sehr spannend finde. Meine allerliebste Essence Fresh and Fit. Die Anastasia Beverly Hills Foundation, Laura Mercier Tinted Moisturizer und Forever von Dior. Okay, wir haben hier den kleinen Würfel wieder und ich würde mal sagen, ich roll mal los. 5. Oh Jesus. 5 ist der Laura Mercier Tinted Moisturizer und ich habe den gar nicht gemocht. Der ist schon sehr alt. Ich müsste den eigentlich wegschmeißen. Ich habe ihn nur in meiner Sammlung behalten, weil ich ihn unbedingt nochmal ausprobieren wollte. Denn ich schätze, heute ist der Tag gekommen, an dem wir ihn nochmal ausprobieren. Uff, okay. Von der Farbe her sieht es okay aus. Okay. Ich trage jetzt mal so auf, wie ich sonst auch meine Foundations auftrage. Ich nehme jetzt erstmal so ein bisschen was davon. Oh Gott. Oh Gott. Also entweder mein Primer oder meine Hautpflege reagiert gerade nicht so gut auf die Foundation. Aber okay, wir ziehen das durch. Scheiße. Das fängt ja schon gut an. Nein, hier habe ich alles in den Haaren. No! Stop! Why? Das wird wahrscheinlich jetzt hier genauso passieren. Bleiben ruhig. Okay, Kinder, was lernen wir daraus? Dieser Primer und diese Foundation? Nein. Weil die Foundation mehr für den Look macht als der Primer, werde ich jetzt nochmal versuchen, die Foundation nur so aufzutragen. Also ohne Primer. Mal gucken, ob es an der Foundation alleine liegt. Aber das glaube ich nicht. Das ist normalerweise immer der Primer. Beziehungsweise die Kombi aus den beiden. Das sieht normal aus. Okay. Bei Concealer haben wir ein sehr vielfältiges Programm von MAC Pro Longwear, Huda Beauty, Kylie Jenner, Benefit, Zoeva und Manhattan.
Also, da bin ich mal sehr gespannt. Würfel ist auf dem Weg und 4. Okay, der Benefit Boing Concealer. Cakeless Concealer. Ich habe den einmal in einem Video getestet, glaube ich. Wir werden einfach mal schauen. Das ist die Nummer 02. Oder nur 2? Nur 2. Ich packe den jetzt erstmal unter die Augen, weil das brauche ich auf jeden Fall. Und hier bitte. Oh Mann, das ist eigentlich ziemlich hell. Da meine Foundation keine Foundation ist, sondern nur ein Tinted Moisturizer, schon so ein paar Stellen, die mehr Deckkraft bräuchten. Mal gucken, wie gut wir das hinkriegen. Ich habe gerade spontan entschieden, einen Blendepinsel zu benutzen. Frag mich nicht, warum. Ich habe mich gerade erinnert daran, dass ich früher ganz gerne sowas gemacht habe. Ganz am Anfang, vor locker 6, 7 Jahren oder so, habe ich ganz gerne mal Blendepinsel für Concealer benutzt. Deswegen habe ich gerade gefühlt, das einfach mal wieder zu benutzen. Vielleicht kommt es von der Laura Mercier Foundation, die ich früher benutzt habe. Wer weiß. Okay, die Farbe ist nicht so schlimm, wie ich jetzt erwartet hätte. Ich habe immer noch einen Fleck da oben. Wie kann das sein? Also gut ist anders. Ich habe schon noch hier ziemlich viele Rötungen, die jetzt auf der Kamera gar nicht so krass rauskommen. Aber hier... Und ich glaube, ich habe nicht allen Primer auf meiner Nase hier erwischt, weil da hat es sich auch schon so abgeflaked. Also, es könnte besser sein, aber ist okay. Okay, bei Puder haben wir einmal Anastasia Beverly Hills Loose Powder MAC Studio Fix. Eins von Benefit, eins von der lieben Tara. Dann Manhattan Soft Matte Loose Powder und mein eigentlicher Liebling Kevin Aucoin. Ich bin gespannt. Wünsche mir Glück, Leute. Ich brauche irgendwas Gutes. 1. Es ist nicht das Puder, was ich mir erhofft habe, aber okay. Bevor ich Puder mache, möchte ich ganz kurz noch mein Blush würfeln, weil ich habe da so ein paar Creme- und Flüssigsachen auch dabei. Deswegen, je nachdem, wie das läuft, muss ich mich da ein bisschen anpassen. Das hier ist meine Auswahl. Einmal Sleek, das ist einfach ein grell pinkes Blush. Dann ein Blushstick von Colourpop, Rockateur von Benefit, Dandelion Dew von Benefit, was ein Flüssigblush ist. Satin Touch Blush von Essence, ich weiß gar nicht, ob es das noch gibt. Und Too Faced, das hier. Keine Ahnung, wie das heißt. Sweethearts. Dann würfeln wir den Spaß mal. Als hätte ich es gespürt. 4. Dandelion Dew von Benefit. Ich würde sagen, dann versuche ich erstmal das hier aufzutragen. Ich habe gar keine Ahnung wie, ehrlich gesagt. Ich habe gedacht, es ist ein Highlighter die ganze Zeit, aber es ist tatsächlich einfach ein Blush. Mache ich das jetzt mit einem Blushpinsel? Mache ich das jetzt mit einem Schwamm? Womit mache ich das jetzt? Ich nehme jetzt mal so einen Pinsel hier und trage das dann damit hier auf. Okay. Ich bin ein bisschen überfordert, muss ich gestehen. Warum sieht das in der Kamera fleckig aus? Hier sieht es gar nicht fleckig aus. Ich ziehe es gerade voll weit vor, weil es in der Kamera besser aussieht. Das fühlt sich eigentlich sehr geil an. Ich bin halt einfach nur nicht gut mit Cremeprodukten. Ich bin momentan am Üben, wie ihr vielleicht schon mitbekommen habt. Also ich möchte unbedingt lernen, richtig Cremeprodukte aufzutragen. Aber noch bin ich nicht der Spezialist schlechthin. Das sieht aber ganz süß aus. Ehrlich gesagt, erster Eindruck gerade, den ich hier habe. Es gefällt mir tatsächlich sehr gut. Ich bin nicht geübt darin und es ist relativ stark gerade. Aber ich weiß, dass ich da jetzt noch Puder drauf packe. Deswegen habe ich ein bisschen mehr aufgetragen, als ich jetzt sonst gemacht hätte. Apropos Puder. Wir haben das Anastasia Beverly Hills Loose Setting Powder. Das hat eigentlich keine Deckkraft oder sonst irgendwas. Ich habe gehofft, dass wir ein bisschen Deckkraft kriegen. Aber es ist in Ordnung. Der Benefit Concealer creased bei mir jetzt gerade tatsächlich gar nicht. Obwohl ich in Erinnerung hatte, dass er creased. Ist okay. Ich bin jetzt so ein kleines bisschen so eine Wüste auf dem Gesicht, aber es ist nicht ganz so schlimm. Ich habe tatsächlich gedacht, das hat vielleicht doch noch ein bisschen mehr Deckkraft. Das heißt, ich bin jetzt relativ geblusht, aber ich finde es eigentlich ganz süß. Ihr habt ja schon gehört, dass ich so ein bisschen so eine kleine Schwäche für Blush habe momentan. Liegt vielleicht auch ein bisschen an It's Likely Makeup, Jordi vielleicht. Wo habe ich die Foundation hingetan? Okay, ich glaube, ich mache weiter mit Augenbrauen. Da haben wir hier einmal Brow Blade von Urban Decay, Catrice, NYX Eyebrow Gel, was ich Ewigkeit nicht mehr benutzt habe. Dann den Brow Satin von Maybelline, einen Brow Pencil von Anastasia Beverly Hills und Kai Brow. Das könnte jetzt auch, je nachdem was rauskommt, sehr unterschiedlich aussehen, deswegen bin ich mal gespannt. 1. Okay, das ist Brow Blade von Urban Decay. Dann würfel ich jetzt bei der Gelegenheit auch gleich mal die Augenbrauenprodukte und da haben wir nämlich einmal Urban Decay Brow Finish, dann nochmal Dip Brow Gel von Anastasia, Brow Drama von Maybelline, Gimme Brow von Benefit, Kylie Kai Brow und Control Freak von NYX. Das könnte jetzt auch sehr unterschiedlich aussehen, also 5. Okay, Kai Brow. Alles klar. Damit kann ich tatsächlich ganz gut leben. Der Brow Blade ist so ein Pinselstift
auch zum Rausdrehen. Ich fange jetzt mal mit der Seite an, beziehungsweise ich brauche eigentlich ein kleines Bürstchen jetzt, weil da ist ja keins dran. Okay, mal gucken, ob ich meine Augenbrauen hinbekomme heute. Ich habe momentan echt Probleme, meine Augenbrauen zu machen. Ich weiß nicht, warum. Ich möchte sie eigentlich gerne so ein bisschen softer halten. Brow Blade ist so leicht rötlicher, als ich es bräuchte gerade momentan mit meinen grünen Haaren, aber wir werden es irgendwie hinkriegen. Die sind einfach so unterschiedlich des Todes, ich heule. Okay, ich gehe jetzt mal in die andere Seite von Browblade und da male ich mir jetzt ein paar Härchen auf. So, hier ein bisschen. I mean, it's been worse, but it's been better. Ich möchte gerne den Kampf mit meinen Augenbrauen gerade aufgeben, weil ich habe Angst, dass ich sie noch schlechter mache. Deswegen machen wir jetzt einfach mal Augenbrauengel drauf und hoffen auf das Beste. Okay, was machen wir als nächstes? Ich würde mal sagen, ich gehe mal weiter zu den Augen und dann kommen wir später zu dem Rest vom Gesicht. Ich habe Eyeshadow Bases ausgesucht. Normalerweise benutze ich einfach meinen Concealer, aber ich dachte mir, heute zur Feier des Tages benutzen wir Eyeshadow Base. Wir haben hier einmal die Essence I Love Color Intensifying Eyeshadow Base, den NYX Proof It Waterproof Eyeshadow Primer, Urban Decay Eyeshadow Primer Potion in Eden, dann Morphe Eyelid Primer, einen Primer von Anastasia Beverly Hills und nochmal einen von Pretty Vulgar. Ich habe hier den Würfel. Ich bin sehr gespannt, was dabei rauskommt. Also 5. Das ist die Anastasia Beverly Hills Eyeshadow Base. Ich bin mir noch nicht sicher, ob ich die mag oder nicht. Ich sehe gerade, man hat den Würfel einfach gar nicht gesehen. 5! Hier, 5. Okay, kommt erstmal in so einer Tube, was ich gar nicht so geil finde. Und deswegen muss ich mir jetzt erstmal auf die Hand geben. Ich nehme ein kleines bisschen auf meinen Beauty Blender. Die neigt nämlich dazu, einfach viel zu viel zu sein. Deswegen mache ich das mal so und hoffe mal darauf, dass das jetzt gut geht. Okay, ich habe hier gerade ein bisschen Probleme gehabt, dass es hier sich voll abgesetzt hat, aber ich glaube, mit dem Pinsel funktioniert es ein bisschen besser. Für Lidschatten habe ich mich für welche entschieden, die mich zu diesem Video inspiriert haben. Und zwar sind das diese 6 Paletten hier, die sind alle von Juvia's Place. Die wurden mir geschickt von Purish, ihr wisst ja, dass ich mit denen schon länger zusammenarbeite. Ich habe auch einen Code, und zwar Ellie20 für 20% auf alle Juvia's Place Produkte, gerade auf Purish. Ich weiß, es sind momentan sehr, sehr schwierige Zeiten und ich habe eigentlich tatsächlich alle Kooperationen, die ich konnte, abgesagt. Aber die hier hat etwas, was euch auch was bringt. Und zwar habe ich nämlich einen 200-Euro-Gutschein für euch. Für Purish, den könnt ihr gewinnen auf Instagram gerade. Ich weiß, nicht jeder hat Instagram, es tut mir leid. Aber ihr könnt einen 200-Euro-Gutschein bei Purish gewinnen. Dann könnt ihr euch die Paletten auch direkt dort anschauen, wenn ihr möchtet. Und alles, was ihr dafür tun müsst, ist Purish folgen und mir euren Instagram-Namen in die Kommentare schreiben. Ihr könnt noch gerne was anderes dazu schreiben. Es ist aber eigentlich egal. Also ich werde einfach zufällig auslosen. Alle weiteren Infos stehen in der Infobox. Das könnt ihr gerne mal anschauen. Für alle anderen, die sich trotzdem noch irgendwie dafür interessieren, denen gerade irgendwie langweilig ist und die noch ein bisschen neues Make-up suchen, die Juvia's Place Sachen gibt es bei Purish, wie gesagt, und mit meinem Code kriegt ihr 20%. Und für alle, die mitmachen beim Gewinnspiel, viel Glück. Ich würde mal sagen, ich bin sehr gespannt, was hierbei rauskommt. Ich zeige die euch mal irgendwie einzeln, sonst kann ich die nicht richtig hinlegen. Ich habe auf der Nummer 1 die Berries bei Juvia's. Das sind so richtig wunderschöne Beerentöne. Da würde ich mich unglaublich drüber freuen, wenn die kommen würde, weil hallo. Schön. Dann haben wir die Nudes bei Juvia's, eine richtig klassische, schöne Alltags-Nude-Palette. Das wird natürlich auch gut passen zu meinem Outfit gerade. Dann haben wir auf der Nummer 3 die Violets, was eigentlich mein Liebling ist. Aber das passt nicht zu meinem Outfit. Also ich hoffe, dass sie nicht drankommt, weil das passt nicht zu meinem Outfit. Aber an sich finde ich die eigentlich am geilsten von den Farben. Dann haben wir die Chocolates bei Juvia's auf der 4. Das ist die hier. Das sind so dunkle Brauntöne. Dann werden wir ein bisschen größer, und zwar die Nubian 3 Coral von Juvia's. Die würde so perfekt zu meinem Outfit passen. Ich habe die Hoffnung, dass die kommt. Das ist die Nummer 5. Bitte, weil die würde perfekt zu meinem Outfit passen. Und dann haben wir hier die Warrior 3 von Juvia's. Wenn die kommt, dann haben wir heute Spaß mit einem sehr bunten Look. Also ich bin sehr gespannt, was da passiert jetzt. Hier seht ihr nochmal die offizielle Reihenfolge. Nummer 1, Nummer 2, Nummer 3, Nummer 4, Nummer 5 und Nummer 6. Okay Leute, ich habe ein bisschen Angst. Ich bin so gespannt. Es ist soweit. Wir würfeln. Ich bin sehr gespannt. Das ist die 5. I'm feeling it, I'm living, I'm alive, I'm good, we're good. Ihr wisst nicht, wie sehr ich mich gerade freue, wobei ihr seht ja, wie sehr ich mich freue. Ich habe noch keine Idee für den Look, aber ich freue mich einfach unglaublich. Okay, ich muss ein bisschen rumswatchen. Ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee. Ich gehe in die. Die ist noch ein bisschen dunkler und ein bisschen orangener. Ich nehme die. Ich nehme jetzt erstmal so einen kleinen, leicht festeren Blendepinsel. Und das packe ich mir jetzt erstmal aufs Lid.
Okay. Ich hoffe, dass mein Plan aufgeht. Also es gibt wirklich einen Grund, warum Niki die Juvia's Place Paletten so feiert. Die sind halt schon ganz geil. Okay, jetzt gehe ich mal in die hier und blende die ganz leicht hier drüber. Ich mache fast keinen Druck drauf. Ich gehe jetzt nochmal in dieses ganz dunkle Braun hier. Also ganz leicht, aber nur. Ganz leicht dazu. Das ist übrigens auch ein kleiner Blendepinsel. Also ich will dann nur so ganz leicht verdunkeln und nicht wirklich die Farbe aufbauen. Okay, jetzt gehe ich mal wieder in meine Eyeshadow Base und hoffe, dass mein Plan aufgeht. Wo ist mein Cut Crease Pinsel? Ihr müsst wissen, ich habe gerade eine Box mit locker 200 Pinseln neben mir stehen, weil wir alle reingeschmissen haben, weil ich sie aussortieren muss noch. Oh, shit! 2000 Jahre später. I'm so happy. So, Eva, wenn ihr zuguckt, 329 bitte mal als einzelnen Pinsel verkaufen. Dankeschön. Ich habe noch nie mit dieser Eyeshadow Base eine Cut Crease gemacht. Okay, ich möchte jetzt gerne diese Farbe hier erstmal nehmen, die ich voll feiere. Ich möchte die unbedingt benutzen. Die packe ich mir jetzt erstmal komplett aufs Lid. Die ist übrigens nicht angesprüht gerade, falls ihr euch fragt. Das sieht halt einfach aus wie so Metallic-Folie. Gut, jetzt gehe ich mal in dieses dunkle Braun hier. Mit meinem kleinen Mini-Blendepinsel setze ich das mal ganz vorsichtig an den äußeren Rand. Weil es gerade so schön ist, nehme ich auch noch das helle Grau und packe das hier oben noch so ein kleines bisschen über das dunklere. Leute. Ja, ich gehe jetzt mal in das Grau hier. Mal gucken, ob das funktioniert und setze ich mir hier unten entlang. Ich bin auch ein Pinsel eigentlich. Ich liebe solche Farbtöne. Kleines bisschen von dem Orange nehme ich jetzt noch, weil ich das hier so ein bisschen reinblenden möchte noch. Oh shit, ich wollte nicht darüber. Ich möchte jetzt gerne mal versuchen, diesen hellen Schimmerton so ein bisschen nach vorne zu ziehen. Ich glaube, dass der zu dunkel ist für mich als Highlight. Aber wir schauen mal. Na, geht eigentlich. Also wenn ich nach vorne gucke, sieht man, dass er ein bisschen dunkel ist für mich. Aber so sieht es halt echt geil aus. Soweit finde ich das schon mal sehr geil. Ich mache mal schnell die andere Seite und sehen wir uns gleich wieder. Also wenn ich nach vorne gucke, sieht man, dass er ein bisschen dunkel ist für mich. Aber so sieht es halt echt geil aus. Ich werde da noch ein bisschen mit Highlighter drüber gehen, aber... Soweit finde ich das schon mal sehr geil. Ich mache mal schnell die andere Seite und sehen wir uns gleich wieder. Wir machen weiter und zwar beim Eyeliner. Und da haben wir einmal den Kyliner, einen von Essence, Super Beauty auch in dunkelrot, das sieht man jetzt hier gerade nicht. Den Tattoo Liner von Maybelline, Epic Ink Liner von NYX und Better Than Sex von Too Faced. Ich würde es ja schon feiern, wenn der dunkelrote kommen würde, also die drei, aber wir werden sehen. Okay, schade, aber 6 ist Better Than Sex. Von Too Faced. Ich hätte so einen dunkelroten Liner gerade echt so ein bisschen gefühlt, aber man kann nicht alles haben im Leben. Okay, ich habe jetzt ganz Standard Eyeliner gemacht. Das sieht voll freaky aus. Je nachdem, wie ich mich drehe, sieht es aus, als wäre der weg. Crazy. Muss ich aber noch mal ein bisschen drüber. That's better. Ich habe auch bei Mascara sehr unterschiedliche Preisklassen ausgesucht. Und zwar haben wir die L'Oreal Miss Manga, die NYX Worth the Hype, Too Faced Better Than Sex, diese hier von Pretty Vulgar, die Damn Girl von Too Faced und die Maxi Definition von Rival de Loop Young. I guess let's go. 1. Okay. Miss Manga. Kann ich mitleben. Die habe ich zweimal zum ersten Mal getestet. Ich habe zweimal die getestet und dachte, ich habe sie noch nie getestet. Mag sie, aber ich habe gerade mir einfach so Mascara ins Gesicht geschmiert. Trocknen lassen, habe ich gehört. Ich bin nicht der größte Fan davon, dass dieses Bürstchen wackelt, weil die macht so. Das ist nicht so mein Ding. Aber an sich mag ich die gerne. Schon wieder Mascara, ich kann es kaum glauben. Okay, das finde ich schon mal nice. Wir kommen zu Lashes. Bei den Lashes haben wir hier einmal Unicorn Lashes Flammy, dann Colourpop Sultry von, ich glaube von Primark, Melody Lashes, die mein Hund abbekommen hat, aber die Lashes selbst sind noch in gutem Zustand, dann House of Lashes und da nochmal Unicorn Lashes, aber Forget Me Not. Okay, wir würfeln für die Lashes. Ich hatte gerade schon die 5 gewürfelt und habe vergessen mitzufilmen. Und die hat so gut gepasst. Wir gucken jetzt trotzdem mal, was rauskommt. Die 4. Die mein Hund angefressen hat. Na gut, die habe ich auch noch nicht ausprobiert. Das sind die Melody Lashes in Feel the Glam. Das sind Seidenwimpern. Die haben auch Mink Lashes. Die habe ich aber alle weggegeben, weil die benutze ich nicht. Aber das hier sind keine Mink Lashes. Die sehen so aus. Sehen eigentlich sehr, sehr schön aus. Also ich bin jetzt nicht mad, aber eigentlich hatten wir die hier. Und die sehen so ein bisschen spiky und cool aus. Und die hätten voll perfekt gepasst. Aber wenn ich nicht mitfilme, dann würfel ich nochmal. Deswegen, life is hard. Wird dramatisch. Okay, ich finde sie sehr hübsch, aber die sind schon krass
Also, ich glaube, ich muss noch mal ein bisschen nachlegen. Okay, wir gehen mal zurück zum Gesicht. Wir haben ja noch Kontur bzw. Bronzer und Highlighter und Lippen. Und mir ist gerade aufgefallen, dass ich bei Kontur-Bronzer noch ein Cremeprodukt drin habe. Ich hoffe, dass es nicht kommt. Für Kontur haben wir hier die Shade & Light Contour Palette von Kat Von D, dann Hoola Light von Benefit, Kylie, dann haben wir hier diesen hier von ich weiß gar nicht mehr von wem, Charlotte Tilbury, glaube ich, so einen flüssigen, NARS Laguna, der sehr gammelig aussieht, und Boutique, die Contour Palette. Ganz ehrlich, ich wünsche mir alles bloß nicht die 4. Ich habe Puder schon gemacht. Warum hasst du nicht mein Leben eigentlich so sehr? Ich werde mir jetzt ganz viel Mühe geben, das super toll zu machen. Bitte verblende, bitte verblende, bitte verblende. Okay. Oh Gott, das sieht sofort so gruselig aus. Aber Gott sei Dank blendet es sich halbwegs gut aus. Oh mein Gott, Gott sei Dank. Diese Wahl bedeutet auch, dass wir keinen Bronzer haben. Und ich benutze es gerade so ein bisschen auch dafür. Boah, ich glaube, das funktioniert sogar ganz gut. Puh. Was mache ich jetzt mit meiner Nase? Damit kann ich nicht meine Nase konturieren. An dieser Stelle lässt sich sagen, selbst diese Challenge möchte, dass ich mehr Creme- und Flüssigprodukte benutze. I'm not mad at it, honestly. Es sieht besser aus als meine Foundation auf der Nase auf jeden Fall, weil die hier sieht nicht mehr so geil aus. Aber das sieht eigentlich in Ordnung aus. Dafür, dass mein Gesicht schon komplett abgepudert war, nicht schlecht. Leute, wir kommen zu Highlighter. Und ich habe vergessen, dass ich da auch zwei flüssige Highlighter habe. Wir hoffen dieses Mal, dass sie nicht kommen. Das ist hier einmal Ofra, das heißt, das wird richtig reinknallen. Der Crash Highlighter von Luisas Marke. Dann Essence, the Highlighter. High Beam von Benefit. Mein eigentlicher Liebling von Melt Cosmetics. Und dieser mega Glitzer Highlighter von Stila. Wenn der kommt, na dann, gute Nacht. Ich würde sagen, wir bringen es einfach hinter uns, okay? Oh! Luisa? Du bist am Start. Die Christine, die gute Christine. Christine! Das hier ist die gute Christine. Das ist ein Loose Highlighter und ich kam bisher noch nicht dazu, den auszuprobieren. Deswegen bin ich mehr als gespannt. Ich nehme jetzt mal so ein bisschen was vom Deckel. Und pack den jetzt einmal hier. Oh! Christine, chillst du mal eine Runde, bitte? Ich habe den jetzt gerade sogar ein bisschen abgeschwächt, weil der war jetzt gerade echt heftig. Ich habe echt kurz nicht aufgepasst. Halleluja, was ist los mit ihm? Wow. Okay, ich bin die anderen noch gewohnt von Kylie und die sind halt so ein Kack dagegen, was Pigmentierung betrifft. Ich habe nicht erwartet, dass das so heftig wird. Okay, Luisa, ich sehe schon, was du getan hast. Ich sehe schon. Ich habe das Gefühl, das ist über meine ganze Wange verteilt, aber ist es das gar nicht. Ich glaube, das ist auch noch ein bisschen das Blush, was da drunter ist. Aber Halleluja, Christine. Christine! Wir lernen daraus, mit Christine muss man vorsichtig umgehen. Christine mag es nicht, wenn man ihr keine Aufmerksamkeit schenkt anscheinend. Also okay, wir kommen hier zu den Lippen und da haben wir einen Lipgloss von Anastasia Beverly Hills, einen Lippenstift von ColourPop, einen Superstay Ink Crayon von Maybelline, einen NARS Lippenstift, von dem ich keine Ahnung habe, was für eine Farbe drin ist, weil ich es nicht aufgemacht habe, NYX Liquid Suede in Rot und einen grauen Lip Paint irgendwas von L'Oreal. Eine bunte Runde. Okay, ich bin sehr gespannt, ob das jetzt sehr extravagant wird oder ob es ein bisschen toned down ist. 4. Ich weiß es nicht, er ist zu. Das ist der hier. Ich hätte voll gern den benutzt. Ganz ehrlich, der würde voll viben. Aber okay, es ist der hier. Ich hoffe, dass es jetzt nicht irgendwie so eine ganz verrückte Farbe ist. Oh, guck mal, wie gut der passt. Hallo. Es ist die Farbe Toilette. Ein Satin-Lippenstift anscheinend. Okay, los geht's. Ein bisschen orangener, dann würde noch besser passen. Aber das ist jetzt echt... Haben wir Glück gehabt. Ich würde behaupten, er ist ein bisschen zu rosa für den Look. Aber man kann damit leben. Das ist mega angenehm. Übrigens auf den Lippen. Ich bin richtig hyped darauf, die anderen mal auszuprobieren von denen, weil das ist richtig nice. Einmal habe ich hier natürlich auf der Nummer 1 All Nighter, ist offensichtlich. Dann NYX Dewy Finish.
Kylie, dieses Primer und Setting Spray von Too Faced, Dewy Set von Anastasia und dieses Continuous Setting Mist von Morphe, was auch jeder kennt. Okay, ich würfel jetzt das letzte Mal in diesem Video. 5. Dewy Set von Anastasia Beverly Hills. Dann schauen wir mal. Das ist ein bisschen nach Kokos oder so. Also ein Dewy Setting Spray habe ich jetzt eigentlich nicht gebraucht, weil der Highlighter ballert schon und die Foundation schmilzt mir auch schon vom Gesicht. Also perfekt. Aber das hier ist mein gewürfelter Look. Okay, das hier ist also mein zusammengewürfelter Look. Und dafür, dass er zusammengewürfelt ist, sieht ja gar nicht so zusammengewürfelt aus, finde ich. Wie gesagt, hätte ich die Lippen vielleicht noch so ein bisschen mehr orange gemacht als das jetzt. Aber ich finde, es passt trotzdem. Also es ist nicht super schlimm. Ich finde, es passt sehr gut zu meinem Outfit. Darauf freue ich mich sehr, weil ich mag das Outfit voll gerne. Ich glaube, dass die meisten von euch irgendwo einen Würfel zu Hause haben. Ich möchte gerne, dass ihr es ausprobiert und mir auf Instagram oder irgendwo schickt, wie ihr aussieht nach diesem Spiel, weil ich glaube, das könnte echt spaßig sein für alle, die nichts zu tun haben zu Hause gerade, die irgendwie nicht in der Schule sind, nicht in der Uni sind und sonst auch nichts machen gerade. Es gibt natürlich viele Leute, die noch genug arbeiten müssen, aber alle, die ein bisschen Langeweile haben, weil ich das sehr viel auf Social Media lese, versucht es einfach mal aus, probiert es mal. Das ist ein sehr einfaches Spiel, was, glaube ich, eine richtig coole Abwechslung ist für zwischendurch. Okay, also ich bin eigentlich relativ zufrieden. Ich kann damit gut leben, ich hoffe ihr auch. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben, da würde ich mich natürlich unglaublich drüber freuen. Auch nette Kommentare sind sehr gerne gesehen. Wenn ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, dann tut das jetzt gerne und aktiviert die kleine Glocke, um keine Uploads auf diesem Kanal zu verpassen. Da würde ich mich natürlich noch mehr drüber freuen, wenn ihr auch hier bleibt und nicht einfach nur kurz mal da guckt und dann wieder geht und so, ne? Wie gesagt, bald kommen die ganzen großen Gewinnspiele und auch Gewinnspiele auf Instagram und Co. Also wenn ihr mir da noch nicht folgt, tut es auf jeden Fall. Ihr verpasst jetzt sehr viel, wenn ihr es nicht macht. Also wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann. Tschüss!